Only 20% of cakes are sent of hunting. Volgens de gids, als ze hier zouden tussen staan, dan genezen ze van bepaalde ziektes. À cette époque-là, il y avait des tribus. Il y avait des tribus et chaque tribu il avait leur propre territoire pour faire les dessins. Ah oui. La plupart de ces pierres datent de 8e siècle avant Jésus-Christ à 6e siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire, si on regarde ici, c'est un deuxième endroit de pétroglyphes au Kyrgyzstan par la superficie. Il y a plus de 5000 pierres où il y a les dessins, mais seulement 15% des pierres. Dans 15% de pierres, on peut voir les dessins comme il faut. Mais dans certaines pierres, ils sont tellement vieillis à cause de neige, à cause de pluie, à cause de rayons de soleil. On peut rien faire avec. Il faut vraiment prendre soin de toutes ces pierres-là. Mais ce qu'on est en train de faire, le gouvernement, ils vont construire Des toits. Des toits spéciaux. Pour ces. Mais c'est déjà tard. C'est déjà tard, mais bon, c'est jamais tard, mais bon.
We zijn terug in Kazachstan. Ja. Almaty. Is dat de centrale moskee? De centrale moskee. Yes. Central mosque. Oh, dan zijn we wel dichtbij. Ja, moskee. Thank you.
1931. Waarvan is het? Beziehungsweise in der Schweiz. Und nun, heute sind Sie angekommen? Gestern Abend sind wir angekommen. In Almaty. Und also wir fliegen jetzt nach Hause. Ja. Und die anderen gehen weiter, sind wieder neue Leute, die zukommen. Und ein Teil der Gruppe, die gehen bis nach Shanghai. Gehen Sie heute Abend oder morgen? Nein, morgen. Ja, okay, die gehen auch. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Das gibt es auch. Das ist auch einmalig. Das ist der einzige Unternehmen, der sowas macht. Ja. Einfach sehr schwierig, die Grenzübergänge waren. Bei uns auch. Wir hatten von Meri, also von Turkmenistan nach Samarkand, konnte der Bus nicht einreisen. Ja. Wir waren 3-4 Tage am Grenze blockiert. Ja. Und die Hotels, wo Sie verblieben haben, sind die gut? Ja, mehr oder weniger was möglich. Drei- oder 4-Sterne-Hotel, halt, was sich anbietet. Und was kostet die Reise von Also die erste Reiseetappe ist, die war 11.000 Euro. 11.000 Euro? Ja. Von Freiburg bis hier. 11.000 Euro. Wenn ein Tag länger ist, kostet das Essen separat, geht oder? Extra. Also man hat noch Freiraum, alleine mal was zu unternehmen. Und ich frage nochmal, wie lange sind Sie unterwegs gewesen? 5 Wochen. 5 Wochen. 5 Wochen. Genau 5 Wochen. Ja, super, hè? Super. Es war interessant. Und welche Länder haben Sie durchgemacht? Also von Freiburg, Italien, dann mit dem Schiff nach Griechenland, Türkei und dann in den Iran, Tebris bis hinunter nach Isfahan, Mashhad. In Iran. Ja, Iran, Mashhad. Da war ich schon. Iran. Und dann rüber und so. Und nach Turkmenistan. Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan. Ja. Ja.